Erhalt von Kulturerbe ist eine interdisziplinäre Aufgabe, die viele Fachbereiche einer technischen Hochschule berührt. Und wer, wenn nicht eine technische Hochschule, soll sich mit der Frage des Erhalts des Kulturerbes auseinandersetzen, wo die Kompetenz in diesen vielen verschiedenen Fachbereichen von Architektur, Bauingenieurwesen, Chemie bis zu Geowissenschaften konzentriert vorhanden ist. Die Spitzenforschung von heute ist das Kulturerbe von morgen. Es ist sehr wichtig, Sachzeugen der Wissenschaftsgeschichte zu bewahren, um die Gegenwart und Zukunft einer Hochschule zu verstehen, zu deren Kerngeschäft die Selbstreflexion gehört. Die zentrale Voraussetzung überhaupt, um Kulturerbe minimalinvasiv und maximal substanzerhaltend bewahren zu können, ist eine genaue Kenntnis des Denkmals, ein genaues Verständnis, eine genaue Lektüre. Und eine solche Lektüre kann einerseits von dem Bestand selbst ausgehen und andererseits von einer Vielzahl von Hintergrundinformationen aus archivalischen Quellen, aus gedruckten Quellen der Zeit, vor dem Hintergrund der Wissenschaftsgeschichte der Zeit. Und das ist aus meiner Sicht die zentrale Herausforderung bei der Erhaltung von Kulturerbe, dass dieser Kontext angemessen berücksichtigt wird und zu einem vertieften Verständnis des zu erhaltenen Objekts selbst dann führt. Kulturerbe ist außerordentlich vielfältig. Wir haben es mit einer ganzen Reihe von Materialtypen, Objekttypen zu tun. Das kann von normalem Papier über lichtempfindliches Papier zu dreidimensionalen Objekten, wie hier in diesem Raum Feuchtpräparaten, Wachsmodelle gehen. Und Sie brauchen für jeden dieser verschiedenen Typen einen expliziten Spezialisten. Sie brauchen unterschiedliche Lagerungsbedingungen und Sie müssen den Spagat machen zwischen der Zugänglichmachung von Objekten und Kulturgut und der Bewahrung.